Ich habe euch jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Genau, so meine Damen und Herren. Das große Abschlachten unserer selbst müssen wir ja wohl auf Kamera festhalten. Ah, wir haben nämlich uns zusammengefunden. Heute haben wir uns hier zusammengefunden, um mal auf schwer diese Sache zu bestreiten. Zu verlieren. Was soll ja schon passieren? Genau, was soll schon schief gehen? Hier bekommt ihr Heilung. Ich erwarte irgendwie sowas wie zwei Reaper oder... Auf einmal, genau. Ja, oder was weiß ich. Bashen im Gegnerteam oder so. Ja, ich erwarte irgendeinen von den anderen Halloween-Skins tatsächlich. Dass er auftaucht. Nee, glaube nicht. Okay. Na, warum... Dass die so schlürfen, ist tatsächlich, finde ich, so ein kleines Problem. Ja. Wenn sie dann immer so einen Seitwärtsschritt machen und du da... Oh, da steht. Ja, das kenne ich. Voll mit den Pfeilen bei Hanzo. Es gibt nur eine Geschwindigkeit. Meine. Meine. Dann mal hier. Nicht bewegt. Vorsicht, gegen! Kommt über die Mauer. Ah. Ich bin so still, ich bin so konzentriert. Ja, das ist ein Powerplay Let's Play sozusagen. Drei Hardrunde. Hey Bogenmann, wie wär's, wenn du die Flasche weitergibst, damit wir alle mal einen Schluck abkriegen? Schließlich macht Arbeit durstig. Wir trinken erst, wenn die Arbeit getan ist. Jedes Mal, wenn wir nicht aufnehmen, kommen 15 verschiedene Sprüche. Jedes Mal, ja, wenn wir aufnehmen, kommt der. Das. Jedes Mal, genau. So, ihr seid online, es geht um Alkohol. Und die Menge an blauen Leuten ist viel zu viel. Der Seelenernter? Der Seelenernter. Nee, den mag ich nicht, der ist unangenehm. Der Seelenernter war verflucht. Ein willenloser Gegner leider nicht der wilden Hexe. Au! Ah, sorry. Oh nein! Von links! Drei Stück! Von den Bombardier-Zombies. Der Seelenernter ist unter uns. Mist. Die Zombies krachten gegen das Tod. Warum bin ich denn schon wieder tot? Wo ist denn Werner? Da, aber... Ich kann allein nicht das Tor halten. Also ich kann euch nicht heilen, wenn ich fünf Zombies auf die Lippen liegen. Ja, ich bin gefangen. Schon da. Ah! Und der Reaper liegt halt immer noch. Der Seelen. So langsam. Zweiter Name. Der Schuss des Revolverhelden fand sein Ziel. Und der Seelenernter wurde verloren. Es ist halt auch auf schwer. Ich bräuchte im Übrigen. Schütze sagte leblos zu Boden. Ich revidiere. Komm. Ja, wir haben schon einen Stern, ne? Also man muss sagen, wir sind gar nicht so un... Nö, wir sind nicht schlecht. Wir sind katastrophal. Heilung, please. Danke. Alter! Die Helden reichte nicht aus. Und einer von ihnen fiel. Hätten sie doch nur einen Schild gehabt. Reiner hat gerade. Die Verteidigung der Helden war nicht gut genug und einer von ihnen fiel. Hätten sie nur einen Schild gehabt, hinter dem sie sich sammeln können. Hätten sie sich sammeln können. Ja, ja, das schreibt sich hier wieder selber in die Story. Ja, ja. Schlimm sowas. So, das würde ich nie tun. Zeit vor deinem Schatten. Im Geheimen hat es doch das Schild vollbracht. Neues Leben zu schaffen. Eine finstere Abscheulichkeit. Mit ihm zum Nichtskrachten gegen What? Das Tor. Wo kam der denn weg? Der Bogen schützt
Alter, ich krieg die ganze Zeit nur diese blauen Bombardierschüsse in die Fresse. Ja. Alle tot. Ah, nein. Die Helden kämpften tapfer, aber sie konnten Dr. Junkenstein und seine Schöpfungen nicht aufhalten. Die Wurzel und die Verteidiger wurden getötet. Dr. Junkenstein. Das versuchen wir gleich nochmal. Hey, ho. Hallo, Max. Sag Hallo zu YouTube. Hey, YouTube. Wir nehmen gerade ein bisschen Overwatch, das Junkensteins Rache Brawl auf. Die Stunde hat geschlagen. Für den Reffen, der einfach nicht erschossen hat. Ja. Wir haben schon keine Karte bekommen. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Das war die richtige Entscheidung. Wer hat sich denn da selbst einen Punkt gegeben? Ich nicht. Ach, und der Energie gegeben. Ich hab's dir mit Krieg gegeben. Ach so. Okay. Dafür habe ich 44 Todesstöße. Das war echt nicht gut. Nicht gut, die Runde. Das ist ja peinlich. Das war die erste Runde auf schwer. Das ist, ja peinlich. Darf ich jetzt dann so spielen? Du bist ein bösartiger, garstiger Gesell. Nein, das, ich hoffe, das meine weißt ich du. Gar nicht. Aber ich habe das letzte Mal mit Hanzo so gut gehabt. Ich habe die letzten Aufnahmen mit Hanzo auch ganz gut gespielt. Ich spiele immer gut. Wenn keiner hinguckt. Ja, genau, ich wollte sagen, wenn wir gerade eh schon bei lustigen Lügen sind. Hallo! Ich glaube, es hackt! Den lade ich hier nochmal ein zum Spielen. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Werte Zuschauer, Master of Suicide braucht ihr jetzt nicht mehr angucken. Ja, ja. Aber würde sein verzweifelter Ruf in der nimmt bald ihren Lauf. Das hab ich jetzt nicht gesagt. Ich glaub, es hat. Dr. Junkenstein lachte, als seine Geschöpfe wieder auferstanden. Heute Nacht sollte die Stunde. Hier wird erstmal der Heiler gedisst. Ich glaub, ihr merkt's nicht mehr. Achso, du spielst. Oh, ich dachte, du spielst gar nicht einer. Verdammt, ich bin nur immer auf der Seite von Medic. Nee, jetzt ist gut. Jetzt ist zu spät, mein Lieber. Okay, das heißt, ich muss die ganze Zeit am Soulcheck leben, damit ich irgendeine Heilung habe. Wenn du mich jetzt boykottierst. Du hast dich selbst boykottiert. Wie kann man sich bitte selber boykottieren? Naja, hör dir nochmal die Aufnahme an, dann weißt du Bescheid. Okay. Du machst es noch einmal. Was ist jetzt eigentlich anders? Haben die hier mehr Lebensborn, mehr blaue? Also ich glaube, es waren auch tatsächlich mehr blaue, weil von der einen Seite kamen auf einmal drei Stück, wo ich mir sicher war, dass es normalerweise nur zwei sind. Okay. Hat nie einer was von Fehl gesagt. Hallo? Ja. Was sich da drinne? Könntest du aufhören zu sterben? Versuch's. Start! Phew. Aber die blauen Dinger treffen mich gerade noch zu viel. Hab ich. Sehr schön. Jetzt wird's Schmerz. So, dann haben wir hier hinten noch ein paar blaue. Mhm. Wo? Das wäre unschön gewesen. Heilung verstärkt. Danke. Kein Bock zu Ziel gehabt. Da kommen die drei. Da sind jetzt nochmals drei drinne. Oh ja, super. Der Seelenernte kommt, um eure Seelen zu holen. Ist grad schlecht. Der Seelenernte hatte nichts mehr gemein mit dem Menschen, der er einmal gewesen war. Ah!
hab den Reaper! No, ich hab gerade die Granate reingeworfen! Mein Leben! Die ganzen fettblauen Viecher, ne? Nur ein Kratzer, nichts Dummes bedroht. Ich hab einen gesehen, direkt durch die Mitte. Trap! Das war mehr als knapp. Also auch, dass die Granate noch getroffen hat, hätte ich nicht gedacht. Was los? Er ist tot. Oh. Wieder. WTF! Der schießt halt die. Es ist halt Perma-Feuer auf mich gerade. Wenn ich die überlebt, kostet ihr gleich wieder. Jetzt sind sie weg. Was treibt einen Mann bloß so in den Wahnsinn? Um Schicksal geprüft zu werden. Oh, vom Schicksal geprüft zu werden, zu versagen. Schöner Spruch, den muss ich mir merken fürs Rollenspiel. Oh ja. Ah, ich bin so spaniert, wenn ich bei den Tod kriegen. Auf jeden Fall. Das war der falsche, aber gut. Eine finstere Abscheulichkeit mit unmenschlicher Kraft und Bosheit. Ach, ich werde immer wegen meiner Leute getötet. Nein. Nein! Oh nein! Oh nein! Okay. Ich bin. Ich wurde okay. Weggeradet. Eine halbe Sekunde bin ich wieder am Leben. Das Boot hielt dem Ansturm noch stand, aber es war bereits geschwächt. Diese Scheiße durch den Körper des Monsters und zerstörte es von innen heraus. Noch während der Kampf drohte, hatte Dr. Chunkenstein seinen Auftrag. Ja, hart ist tatsächlich so ein bisschen hart, ne? Muss man jetzt schon mal so sagen. Ja, hör auf zur Heilung zu schreien, wenn du Heilung volles Leben hast. Ja, sorry, mein Mikro Taste ist gleichzeitig die Heilungstaste. Ja. Reaper und ich wollte dich heilen, aber irgendwie stand alles vor dir. Der Reaper zum Beispiel. Das glaube ich nicht dabei. Okay, wieder. Ah, die haben schon wieder. Jetzt bin ich tot. Gut, vielleicht sollten wir beim Mittel bleiben. Die Helden kämpften tapfer, aber sie konnten Dr. Junkenstein und seine Schöpfungen nicht aufhalten. Ja, hart ist wirklich hart. Und die Verteidiger wurden getötet. Dr. Junkenstein hatte seine Rache bekommen. Die Orkuse. Oh, Kamio! Wagatekyo Kurei! Das ist dieses Viecher, ne? Jedes Mal, wenn ein Skater überschießt, fliegt er halt einfach 300 Kilometer in die andere Richtung, weil da so viele kleine Dinge auf dem Boden sind. Jemand muss ja zeigen. Oh, wie lieb von euch. Ja, gut, wir werden mal beim Mittel weitermachen und da bin ich irgendwie für. Um mal wieder reinzukommen, vernünftig. 5 Elite-Gegner getötet, was ist denn da los? Oh mein Gott, mir fehlt nur der Elite-Kill. Den hab ich. Ist das 5? Da hätte ich einen mehr Kill. Ja. Dann hätte ich alle Goldmedaillen, also 4 Goldmedaillen. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!